Nach Schüssen und mindestens 23 Verletzten in der New Yorker U-Bahn sucht die Polizei mit einem Großeinsatz nach dem flüchtigen Täter. Es werde nach einem 62 Jahre alten Mann gefahndet, teilten die Behörden mit. Der Mann habe in Philadelphia einen Kleinlaster gemietet. Der Schlüssel des Fahrzeugs sei in einer Tasche am Tatort gefunden worden, die möglicherweise dem Täter gehört. Während der Hauptverkehrszeit hatte der Verdächtige im Bahnhof der 36. Straße in Brooklyn zwei Rauchgranaten gezündet und dann das Feuer eröffnet. Das letzte Mal, dass es in unserer U-Bahn zu einer Massenschießerei kam, war, glaube ich, 1984. Das ist also alles andere als eine alltägliche Situation in unserer U-Bahn. Es ist ein seltener Vorfall, aber einer zu viel. Als ich herauskam, sah ich eine Rauchwolke, Menschen und Chaos. Drei Menschen lagen auf dem Boden. Ich wusste sofort, dass ich weg muss. Also bin ich rausgerannt und habe gerade noch den Bahnhof verlassen. Das macht einem wirklich Angst, was da passiert ist. Dass Menschen in dem Zug verletzt wurden, es ist beängstigend. Die Polizei fand am Tatort eine halbautomatische Handfeuerwaffe, ein Beil und eine Reihe von Brandsätzen. Das Motiv für den Angriff ist noch nicht bekannt.